Hallo ihr Lieben, na? Herzlich willkommen zurück hier beim Kontor der Liebe, beim Traumschiff. Aber diesmal nicht beim ZDF, sondern auf YouTube. Bei RDL 2. Ich bin Ozzy. Ja. Was, RDL 2? Ja. Ja, da hört ihn auch schon, den zweiten Klabautermann. Der gute Werner ist dabei. Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Wunderbar. Oh, ja, wow. Sag mal was zu dir, Werner. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier in die Liebeskammer reingeschlüpft? Ich bin dein Vater. Endlich. Nach all dem. Jetzt verstehe ich das auch erst im Kontext. Weißt du, Darth Vader, der hatte gar keinen Stimmverzerrer. Der hat einfach die ganze Zeit gewaped. Einfach immer eine kleine Pfeife unter der Kutte. Okay. Ja, was man so braucht, ne? Was man so braucht. Okay, warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Ja, natürlich. Moment, Moment. Kann ich dir behilflich sein? Haben Sie Probleme? Sekunde. Psychische. Nee, also doch, aber... Aber noch nicht. So, ich bin dein psychisches Problem, mein Freund. Oh, aber sowas von. Ich muss sagen, seitdem ich immer von uns beiden träume, ist das echt... Ja. So. Das sind meistens irgendwelche Nacktträume, also muss ich keine Sorgen machen. Die Tabakwaren fließen, mein Freund. Sie fließen. So, ich werde mal vorsichtshalber hier einfach so einen Brunnen rauf platzieren auf die Vulkaninsel. Ne? Bist du des Wahnsinns? Immerhin, deeper Münzen habe ich auch noch und dann müsste die ja einigermaßen gesichert sein. Die Vulkaninsel? Ja. Ja, gesichert. Ja, ich meine, das kann immer wieder abgerissen werden, aber falls mal was brennt, dann kann das wenigstens gelöscht werden. Einzige, was hier brennt, sind deine Hämorrhoiden. Ja, das Einzige, was hier brennt, sind, ja, meine Arschhaare. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass hier noch ein komisches Schiff rumwackelt. Das Händler-Escort-Schiff, ich bin so gut beim Eskortieren, ich lasse den einfach schon mal eine komplette Insel, lasse ihn einfach den Vorsprung. Ja, und ja, du holst ihn schon ein, wenn man Not am Mann ist, dann ist echt, ja. Also dann bist du auch zur Stelle, würde ich sagen. So. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich droppt das dann irgendwas oder so. Die KI kann die Händleraufträge ja nicht machen, ne? Nee. Glaube ich. Die kann das nicht machen. Nee. Soweit ich weiß. Da ist ein Piratenschiff. Toll, es greift an. Ja, großartig. Wie soll ich mit einem Deckerschiff gegen ein Piratenschiff? Das wird schwierig. Ja, einigermaßen, ne? Ich kann den nicht mal angreifen. Nein, das ist... Oh, ich bin mit dem Handelsschiff... Hä? No, ich... Hihi, okay, scheiße. Du hast ihn mit dem Handelsschiff eskortiert? Ja. Ich hab... Das Entdeckerschiff macht die Route. Ach, komm schon. Naja, gut, dann ist das halt so. Vor meinem Kontor ankert ein Schiff von dir übrigens. Oh ja, ich wollte dir... Blätter. Oh, Blätter? Süße Kräuterblätter. Oh ja, du. Warte mal hier, du. Oh, das ist sauer, ja. Das kribbelt richtig. Ja, so gehört sich das aber. Oh, ja, speichert, das ist gut. Oh, es speichert, ja. Ja. Speicheln ist gut. Das ist sehr gut. Ein wohlfeiles Unterfangen. War schon sexy. Eine Position kein kommt Erz zum mehr. Erliegen. Ja. Ein Piratenschiff steht vor meinem Kontor. Warum auch immer. Das ist auch alles, was es da tut. Na toll, ich werde es auch angegriffen. Lass ihn doch. Guck mal, ob ich ihn zu den Türmen locken kann. Den Türmen? Lass dich mal sehen. Oh, jetzt ist er bei den Türmen. Jetzt kriegt er auf die Butze. Lass mein Handelsschiff in Ruhe. Du, aber ich kann da nicht so lange hingucken, sonst kriege ich gleich wieder Flashbacks. Damals. Die alte Buddha-Stulle hier, ey. Es war grauenvoll. 1859. Damals. Anno 1803. Der soll mal meine Schiffe hier in Ruhe lassen, der alte Lappenpeter. Auf Kurs gehen. Ey, hab doch nur das eine hier. Nein, eigentlich nicht, aber... Ja, der soll sich mal ein bisschen zügeln, so. Ach so, ja, ich wollte eine Anlegestelle bauen, dann wurde ich abgelenkt. Wir können los.
Komm ran hier, du. Trau dich. Alles klar. So, ja. Oh, ein Schmied. So, wir konnten übrigens den Benennungsvorschlägen, falls ihr schon welche gepostet habt, in die Kommentare noch gar nicht nachkommen, weil es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Ja. Ja. Die heute irgendwie auch länger dauert als sonst. So ist das. Ja, was soll man machen, ne, wenn der Rechner ab und zu mal abspielt? Ja, naja, gut. Passiert halt, ne? Ich bin froh, ja, dass er danach wieder angesprungen ist. Ja, ich auch. Oder ist er nicht in Flammen aufgegangen? Ja. Ja, gut, das passiert trotzdem bei dir. Aber das ist normal. Also auf Unterstützung darf man hier offenbar nicht. So. Erstmal das Schiffchen reparieren hier. Schön die Tabakwaren. Wo ist denn das Schiff eigentlich? Hier. Bist du etwa auch schon im Tabakwaren? Ja, ich gehe selber. Warte mal, bis wir fertig sind mit Aufnehmen. Du. Dann, ne? Ja, okay. Hm. Ich rufe schon mal die Polizei. Die wird dir auch nicht helfen, die wird mit drauftreten. Ja, denke ich auch. So, das ist immer, ich habe nur Katastrophenmusik hier wegen der Pest. Das ist echt ein bisschen fürchterlich. Ja, kommt mir bekannt vor. So, ich drehe hier auch gerade mal an den Steuern rum. Wird Zeit, dass wir in eine goldene, eine güldenere Zukunft steuern. Hm, aber sowas von. Ja. Es wird wirklich Zeit. Sag mal, ab wann kann man eigentlich die große Werft bauen? Ab Kaufleuten wahrscheinlich, ne? Ab Kaufleuten, genau. Ja, natürlich. Und dann hast du aber richtig sexy Boote, die du da basteln kannst, das sag ich dir. Walfanghütte. Anlegestelle. Zieranlagen. Sommerresidenz. Grubenresidenz. Ja, bei mir fahren sie gerade hier schön durch Sonnenblumenfeld durch. Ja, geil. Was bringt denn die Sommerresidenz, sag mal? Ist die einfach nur da? Die sieht cool aus und die eine kann man über erschöpfte Lehmgruben bauen. Dann sehen die nicht so scheiße aus am Ende, wenn man schön bauen hat. Ich verstehe. Ach, klein und pittoresk ist das hier in meiner Siedlung. Das ist ja echt geil, du. Der stört ihn einfach gar nicht, dass hier keine Straße mehr ist. Der geht einfach trotzdem lang. Tauschen hier Äpfel und Birnen aus und Bananen. Oh, Erich Honecker wäre neidisch. Du bist doch hier die Banane, mein Freund. Du, mein Schätzchen. Eine ganz alte Schrumpfliege. So, packen wir erstmal Ziegel rein hier. Aber das sind die besten, wenn die schon so ein bisschen süß sind, weil die schon so lange gelegen haben. So weich, weißt du, musst du gar kein Smoothie mehr draus machen. Kannst einfach zubeißen. Kannst einfach so zuquetschen und dann läuft das so unten raus, die Schmattergatsche da. Oh, lecker. Ossi? Ja. Ossi? Ja. Gerade für einen Moment überlegt, ob ich einfach aus dem Channel kicke. Ich werde Schiff losschicken. Ihr bin schon unterwegs. Oh, die Pest ist weg. Dann müsste bei dir ja auch weg sein, ne? Ja, es ist weg, tatsächlich. Ja, geil. Da kriege ich spontan fröhliches Sackzucken. Kriegst du spontan einen Guss? Ja. Ja, Tabakplantage stellt nichts mehr her. Oh, ach, die hier. Das sind ja die neuen, die ich am Bauen war. Ich brauche mehr Tabak, mein Freund. Mehr. Mehr Tabak. So, ich werde schon mal die nächste Stufe hier mir mal einverleiben. Was? Kaufleute? Ja, ich wollte unbedingt ein riesen Dorfzentrum in die Mitte platzieren, weil es gehört irgendwie trotzdem dazu. Ja, ich sehe gerade dein Dorfzentrum gar nicht. Wo ist das überhaupt? Ach, da. Wie, was? Hütet ein Brand. Hab ich hier keine Feuerwehr oder was? Nö. Die wollen einfach, dass ihr Haus brennt. Das war deren eigene Entscheidung. Würdest du bitte ihr autonomes Dasein lassen? Ja? Natürlich. Ach so, oh, hier brennt es. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei Ossi brennt einfach alles. Alter, bei mir hier, meine Asiaten. Vor allem unter den Nägeln brennt ihm. Die fackeln gerade ab. Oh, ich habe nicht mal genug Steine gerade, um die... Produziert mal noch einen Stein gerne, meine Lieben. So, warte mal, ich hab da glaube ich noch die einfachen Werkzeugschmieden hier. Die kann man doch eigentlich mal ersetzen. So, unabhängig von Rohstoffen, die noch drin sind, hauen wir jetzt mit tiefe Erzmine. Nee, die wollte ich gar nicht. Gab's nicht eine große Werkzeugschmiede?
Nee, nur ein große Erz. Toll, ich hasse alles. Große Erzschmelze. Ich hab gerade meine Werkzeugschmieden abgerissen, in dem festen Glauben, dass, ja. Ach, la, geil. Ja. Eine Rohstoffader ist versiegt. Die Lehmgrube ist alle. Aber das hier war, glaube ich, tief. Tief wird vorkommen. Das war tief, ja? Ja. Das war so tief, da kannst du mal einen dran schnuppern. So tief kann man gar nicht sinken, so nee. Tief war das. So, wann war das überhaupt die Tiefe hier? Warte mal, Weizenfelder. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich. Nee. Hier begegnen sich die Kulturen auf meinem Da Markt. Ist die tiefe Lehmgrube. Aber die muss auch bald ausgetauscht werden durch die tatsächlich Tiefe. So, das andere war hier drüben. Hier. Okay, dann kann das Ding hier erstmal weg. Alle Achtung. Euer Kontor ist wirklich gut eingerichtet. Oh, ja schön. Wolle, Eisenerz. Gefällt mir sehr gut. Der Eisenschmerz. Der gute alte Eisenschmerz. Jawohl. Boah, Alter. Der Hochofen ist aber echt teuer, ne? 60 kostet er. Aber der ist effizienter tatsächlich. Der macht aus der gleichen Menge Eisen macht er mehr Erz. Also andersrum meinst du? Genau. Dann ja, der nimmt das Eisen und stopft es wieder zurück in den Berg. Das ach macht so. Der sehr effizient. Ja, geil. Geil. Hab die normale Schmelze erstmal abgerissen. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wo war denn hier? Schule? Die tiefe Mine hier. Ach, diese Anlegestelle muss ich noch vor. Hä? Oh. Ich habe die Turmwache noch nicht erforscht? Die hatte ich doch schon mal erforscht. Will man nicht erzählen? Nicht? Scheinbar nicht. Hä? Hab ich anscheinend vergessen. Ich dachte, ich hab das schon. Dann haben die Kanonentürme aber von Hause aus eine höhere Dingens, ne? Ja, das kann schon sein. Ja, das kann durchaus sein. Wir können los. Erregend. Erregend. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Eieiei, Siedler bietet er jetzt Siedler hier auf, ja? Ich schon erreicht, Mann. Junge, du. Jetzt geht's los, ich sag dir. Der Wal hier gerade, ne, sah aus, als ob der im nächsten Moment strandet. Kann ich eigentlich unter das Wasser gucken mit dem entfernten Ding? Nee, ne? Nee. Das will er dann wieder nicht. Das mag er nicht, das will er nicht. Und das ist auch nicht so. So, der Schmied oder was auch immer du da gerade bei dir in der Hütte hattest, ist abgehauen. Ja, der hat einfach keinen Bock mehr auf dich. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Ja, er will dich einfach nicht. Du riechst ihm doch zu sehr nach altem Handkäse. Es ist zu streng. Ja. Ich glaube, da hatte ich mal eine Tabaksverarbeitung einfach gesperrt, weil ich keinen Bock hatte, die zu versorgen oder so, wer weiß. Wir sind bereit. So, wo du gerade von Tabak sprichst, ich werde hier die Produktion gerade nochmal ein bisschen anheben. Oh, ich muss erstmal Geld anheben, sehe ich gerade. Wir sind bereit. Ach ja. So, wo sind denn hier die letzten Siedler? Hier, jetzt zack, plopp. So, damit dürfte das Bürgerviertel wiederhergestellt sein, hoffe ich. Und ich hoffe, dabei bleibt es jetzt auch. Das gute bürgerliche Viertel hast du wiederhergestellt. Ja, ja. Das ist das nicht... Robespierre hören. Wir müssen ja unseren bürgerlichen Pflichten nachkommen. Die Demokratie in der Welt verbreiten. Ich glaube mal, Lampenöl könnte auch noch mal ein bisschen die Steuer heben, wa? Guck mal ganz kurz an der Pirateninsel, was da gerade rauskommt. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Ja, ich würde sagen, Gustav darf gleich mal ein bisschen abgeben, wenn er möchte. Aber nur, wenn er möchte. Weil der Gustav, der hampelt ihm hier schon hinterher mit meinem Deckerschiff und mit einem kleinen Kriegsschiff. Ja, ne? Ich bin gespannt, was... Oh, ich bin übrigens auch fast bündnisbereit mit ihm. Sehe ich gerade hier in dem Dingens. So, ich mache mal ganz kurz eine Fernhandelsroute zu den fremden Kulturen. Damit die schön Geld abdrücken für mich hier. Wir können los. Muss ich auch mal durchzappen hier eigentlich. Was liegt denn hier so auf dem Weg? Wie schön, dass ihr uns einen Besuch Der abstand. Inder verkauft ja Tabakwaren. Und zwar relativ günstig. Gesicht. Wo ist denn meine Route? Da ist die gute Route. Da packe ich, glaube ich, noch meine Zwischenstation rein. Geht das überhaupt hier noch? Müsste ja, ne? Ja, das geht auf jeden Fall. Du kannst mehrere Sachen so durchklicken. Ja, dann das hier müsste der Inder sein. Dann bitte hier Tabakwaren einkaufen. Und zwar so viel wie geht, mein Freund.
Und dann fährst du erst hier hin und liest den ganzen Scheiß wieder aus. So. Ganze gute Scheiße. So, wir nehmen hier Maximum Tabak mit. Alles hoch, alles was geht. Und dann immer rein und wieder raus damit, du. Je mehr Tabak, desto besser. Lass mal gucken, Biberbach. Der müsste jetzt von hier dann da runter. Von hier aus fährt er dahin und dann fährt er wieder hier hin. Ja, das sieht gut aus. Von einem Besuch in wieder gut aus. Junger Verwalter, was denn hier los? Händler kam gerade vorbei, hat mir erstmal 115 Tonnen Getreide dagelassen. Das wird den Alkohol hier ein bisschen steigern, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon wieder die Pest. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja. Also mal gucken. 2183 war, glaube ich, das Maximum. Da kam, glaube ich, nichts mehr. Dann können wir die Steuern hier wieder hochziehen. So. Und natürlich auch bei den Siedlern. So, bis zum Anschlag. Okay, 606 sagt jetzt die Bilanz. Die war mal besser. Die Kosten sind einfach gestiegen. Vielleicht sollte ich mal die Insel hier unten langsam ein bisschen nutzen. Wo wir ja auch noch Stoffe herkriegen, wo wir Nahrung herkriegen, wo wir Alkohol herkriegen. Das wäre eigentlich mal eine sinnvolle Sache. Auf Kurs gehen. Aber sowas von. Ne? Ne. So, der Hochofen ist ja auch ordentlich fleißig dabei. Vollendet. Oh, die Türme haben jetzt die höhere Reichweite. Oh, jetzt geht's also los bei dir, ja? Ja. Würde gerne weiter forschen, jetzt fehlt mir natürlich wieder das Geld. Aber das kommt mit der Zeit. Eins nach dem anderen. Kommt Zeit, kommt Geld, kommt Rad. Kommt Draht. So. Was war das denn gerade für ein Seufzer? Das war... Hast du aufgegeben? Nee, ich habe einfach ein Nacktbild von dir gesehen. Oh. Oh. War mehr ein Uff, oder? Nee, war gut. So, Moment mal, warum nimmst du die Tabakwaren wieder mit? Die lieferst du gefälligst bei der Hauptinsel ab, mein Freund. Hier. Da, hier, da. Tagt, ey. Oh, ihr braucht Tabakwaren? Mensch, dann nehme ich die wieder mit. Tschüss. Die kriegt ihr nicht so leicht. Was für ein alter Nippelzwängensack, ey. So, was eine alte Nippelzwinge. Da ich dir, du. So, ich habe jetzt 4 Tabaksverarbeitungen. Wie viele Bürger habe ich denn? Oh, uiuiui, das geht auf jeden Fall gleich in den Keller, würde ich sagen. Ach. So, du. Okay, Eisen hier voll. Den muss man abholen hier, hallo? Ah, die asiatischen Markthäuser konnte man ja nicht aufwerten, ne? Nicht so richtig, glaube ich. Nicht so richtig. Der muss auch zweimal abholen hier bei der beim Hochofen. Das Ding ist schon ziemlich effektiv, ne? Der Hochofen, ja, der geht ordentlich. Der geht ordentlich. Der los. Ballert schon. Auch, was der los, was der da rausscheißt, das ist schon anstrengend. Der wurde wahrscheinlich von Anno 1800 einfach geklaut. Ich würde mal sagen, Alfred Krupp hätte da seine wahre Freude dran. So, hier, Tabakwaren. Rüber damit. Bleiben so. Meine Steine. Die habe ich aufgegessen. Aha, ich hatte einfach Lust auf so einen schönen Stein. Mit habe ich, so, hab ich gehört. Ja, ich habe noch ein bisschen in flüssige weiße Schokolade eingetunkt. Sag ich dir, was ein Festschmaus. Lecker, lecker. Ja, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Vor allem spart man sich da auch das Zähneputzen, wenn du einfach ein, zweimal am Tag an so einem Ziegelstein hast. Ist voll okay. Ich finde, das kann man machen. Das tötet alles ab. Ja. Inklusive der Zähne, aber keine Zähne, kein Karies. So ist es. Genau. Das ist doch die alte Devise, oder? Ja. La 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 la. So, Tabakproduktion nochmal ordentlich aufgestockt hier. Jetzt dürfte es da keine Probleme mehr geben. Insgesamt haben wir jetzt hier 10 mal 10 Plantagen und natürlich daran angelehnt die 5 verarbeitenden Betriebe. So. Mein Marktplatz noch mal ein bisschen getunt hier. Damit er genügend Marktkarren zur Verfügung hat. Da ist der Stein, den du mir auffressen wolltest. Lecker. So, der hier ist unterwegs. Warum habe ich denn den nochmal hier hingeschickt? Ich glaube, der sollte Baumaterial holen. Oh, so in etwa.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Holz haben wir hier, glaube ich. Ja, Holz hat es. Dann nehmen wir stattdessen hier nochmal Ziegel mit. Du alter Holzhannes, du. Jawohl. Pass auf, dass du hier keinen Splitter ziehst. Au, ah. Ah, böse, böse, ne? So, Alkohol. Schon wieder. Törtchen. Versenken Sie Ihr Piratenschiff und bringen Sie die Piratenflagge zurück. Ja, nee. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich weiß es nicht, du. Mir wird nämlich keins angezeigt. Ach, da oben. Ach, ich kann die gar nicht angreifen. Ja, du kannst das machen, wenn du magst. Ja, ich auch nicht. Ich darf das nicht. Ich auch nicht. Ich bin ja verbündet mit dem guten Meister. Egal, was du ich dachte, das wären vielleicht andere Piraten, weißt du, unbekannte in dieser Inselwelt, aber sie sind es leider nicht. Schon wieder die Pest, ey. Ich krieg die Pest. Das kann ich nachvollziehen. Aber immerhin jetzt stabile Tabakproduktion, Junge. Dem schwarzen Tod Junge. Gehe ich lieber aus dem Weg. Bevor mich die Pest nimmt. Es ist echt, die Pest ist echt penetrant geworden hier, muss ich sagen. Die Pest, man könnte sagen, es ist echt eine Pest, oder? Ja. Du weißt, was auch eine Pest ist. Die nächste Folge? Die Unstetigkeit der Zeit. Sie verlässt und rinnt uns durch die Finger. Und doch können wir sie nie behalten. Gottverdammt nochmal. Gottverdammt. Naja, Scheiße. Das können wir ja weiter erläutern in der nächsten Folge, was wir damit meinen, oder? Ja. Ja. Kann man so machen. Darf ich auch noch schnell Schlachterei bauen hier? Du, wenn du möchtest, bau was du möchtest, ne? Aber ich würde dann schon mal sagen, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr schon wieder eingeschaltet habt hier. Und schreibt auch gerne was in den Kommentarbereich, was euch am besten gefallen hat oder was euch gar nicht gefallen hat oder ob wir dumme Spasten sind. jede Art von Feedback ist auf jeden Fall erwünscht. Ja. Und ansonsten. Ihr dürft natürlich auch schreiben, Hals, Maul, das ist vollkommen legitim. Allerdings müsst ihr dann auch mit dem Echo leben. Eben. Es ist denn ungefähr Halsmaul. Halsmaul. Naja, gut. Und schaut auf jeden Fall nochmal auf den anderen Videos vorbei. Halsmaul, du Hurensohn. Ein Sturm von Kopfnüssen wird auf dich niederhageln. Und meine stählerne Faust wird dich in tausend Stücke zerreißen. Halsmaul. Ja. Naja, jedenfalls andere Projekte werden wahrscheinlich schon längst mal auf dem Kanal erschienen sein, bei Wenne und bei mir vielleicht. Wer weiß es? Ja. Ja. Also dranbleiben lohnt sich, wollte ich damit sagen. Und lass ein Abo da und ein Like. Und eine Produktion kommt. Nur ein Like? Ein Like, ja. Auf dem ganzen Kanal. Liked einfach den Kanal. Eben. Okay, dann jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen, Däumchen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Dum, 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 dum.